Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 3. Hallöchen. Wir sind wieder am Start, Steffi und auch ich. Ich bin wieder dabei. Ja, das ist ja mittlerweile, haben wir ja gesagt, ist das Ganze ein Together-Projekt, sogar im Upload-Plan als Together-Projekt eingetragen. Wir sind jetzt so ein bisschen raus, weil wir schon etwas länger nicht mehr gespielt hatten. Durch die ganzen Feiertage und so kamen wir da nicht zu. Aber was machst du? Achso. Da ist es ungewohnt. Ich habe doch jetzt hier mein Mikro nicht mehr vorne. Ja. Und ich bin gerade immer gegen den Stuhl gekommen. Ich denke, verdammt nochmal, was ist das denn hier? was ich jetzt hier gerade mache, ist, ich will da hinten zu dem Schiff. Wir hatten ja mal eine dieser maritimen Missionen gemacht. Ach, da ist wieder das Pfeifen gewesen, aber. Ja, keine Ahnung. Ja, jetzt ist hier gerade irgendwie. Oh. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen hier mit dem Rumgespringe. Ja, spring einfach runter, komm. und ich wollte jetzt nochmal direkt zum Start eine neue maritime Mission starten. Und vielleicht können wir bei dem da hinten was abgeben. Und wir hatten uns doch, ich habe mir mal ein paar meiner Folgen hier mal angeguckt, beziehungsweise unserer Folgen ja jetzt. Und wir hatten uns doch gefragt, wie wir denn Möbel und so mitschleppen können. Ja. Das sind keine Möbel, die wir mitschleppen, sondern Pläne für Möbel. Da stand immer Plan drüber. Ich habe immer nur Möbel gelesen. Ne. Hast du was? Zeig mal her, Captain. Das reicht nicht, Junge. Okay. Bring mir. Das reicht nicht. Ich hau dir gleich eine. Mehr, dann tauschen. Ja. So, das ist wieder ein Spieler. Ja, ich habe aber auch keine Ahnung, wie wir jetzt an diese Pläne rankommen. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir dieses Logistikcenter öffnen können. Wo das war? War das hier? Verlassen. Was war das denn nochmal? Trainingscenter? Achso. Ja. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Inventar. Logbuch, dort sind hier nur die Dinge. Keine Ahnung, wird sich schon irgendwie wieder klären. Und ich habe vergessen nachzugucken wegen dem Pfeifen und allem. Das habe ich noch alles gar nicht gemacht. Ach egal, wir spielen einfach drauf los, wie sich das gehört für Yabu LP. Kanalspieler. Wir spielen einfach drauf los. So, was haben wir hier? Ach ja, genau. Hier konnte man ja Sachen kaufen. Stimmt. Wir haben momentan 8.500 und die Kosten waren sehr hoch. Das weiß ich noch. Ramsporn. Kanonen haben wir ja schon. Ja, dann machen wir erstmal so eine maritime Mission und dann geht's los. Ja, die ist auch von der Karte verschwunden, siehst du das? Hier war doch die letzte Mission ungefähr. Mhm. Das waren ja drei auf der Spur. Ah ja, gut. Ja, dann machen wir mal die nächste. Saint-Augustin, den Weg ebnen. Saint-Augustin ist, glaube ich, unser Schiff gewesen, ne? Nee, wir haben die Aquila. Ach ja, stimmt, die Aquila, genau. Stimmt. Ja, dann geht's jetzt zur Saint-Augustin. Dann finden wir mal heraus, was da so passiert. Ja. Ich hoffe, ich kriege das überhaupt noch mit dem Schießen und so gebacken. Ja, schon was her, ne? Ja. Ich weiß, rechte und linke Maustaste, aber ich war nicht gut im Zielen. Okay, egal. Kein Ziel, was Q und E und sowas. Oh, wir suchen. Da hinten ist es auf jeden Fall. Ich nehme nur halbes Segel, damit wir besser wenden können. Aber was ist denn da hinten? Wir müssen aufpassen, hier vorne ist schon direkt so eine steile Bergwand. Nicht, dass wir da irgendwie hängen bleiben. Was ist denn da? Ich sehe aber auch rundum kein anderes Schiff. Ah! Okay. Ach so. Jetzt kommt ein Filmchen. Aufpassen! Oha. Ach du Scheiße. Einfach mal draufziehen. Bereit zum Feuer! Feuer! Die
Oh. Und jetzt läuft er uns aber voll rein in die Kanonen. Das Ding ist hinüber. Oh, das war schlecht gezielt. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gegen die Brandung knalle. Ja. Was wir gestern bei ja. Boah. Und jetzt hier. Bams. Boah, 3 Zielschüsse. Okay. Feuerbrei. Boah, ich finde das richtig geil, so Dinger. Boah. Boah, aber ging gut durch. Roms. Oh Gott. Fuck, der hat uns die Kanonen zerschossen. Okay. Boah. Wie ging das eigentlich schon mal mit dem Ducken? Und wir sind aber schneller im Drehen, weil wir mit dem Wind jetzt segeln. Ich kann aber leider gerade nichts dagegen tun. Rams! Wie soll ich denn Schiffe durch Rammen zerstören? Das ging ja gar nicht. Ich habe ja noch gar kein Ramm-Ding. Naja, egal. Oh, unser Schiff ist aber auch kurz vorm Kaputtgehen gewesen. Aber das war richtig cool wieder. Ah, das macht richtig Laune, diese Schiffsmission, oder? Ja, das ist auch cool. Witzig. Fortschritt ansehen, nee, brauchen wir nicht. Wir sehen dem Vater echt richtig ähnlich, ne? Ja, besonders mit diesem Gewand hier, ne? Ja. Weil man echt denkt, man würde wieder den Vater spielen, den. Ja. Wie hieß der noch? Keitham Hanway. Nee, Heatham Kenway. Heatham Kenway, so. Ja, das war eine maritime Mission und wo wir einmal dran sind, können wir natürlich auch direkt weitermachen. Hat das jetzt eigentlich Kohle gegeben? Kann ich eigentlich unser Geld sehen? Ich stehe jetzt mal dran. Da unten, in der Karte steht. Ach so. Ne, es hat noch nicht mal Kohle gegeben. Okay. Ja. Ja, ist das. Na gut, gucken wir mal, was wir hier haben. In tiefste, doch, St. Augustine, das ist unser Schiff, glaube ich. Das war hier immer die St. Augustine. Da stand ein Kieler drauf. Komisch. In tiefster Nacht. Ja, warum nicht? Machen wir auch noch. Ich bin jetzt gerade einmal in maritimer Stimmung. ja, übrigens, Leute. Für die wenigen, die hier zuschauen, schaut mal in die Yabo Epinius Folge 13. Da gibt es ganz, ganz viele Neuigkeiten und da wurde eine halbe Stunde von uns haben wir da gelabert und haben so ein bisschen Review und Preview gemacht und so und da sind viele interessante Sachen, die euch vielleicht auch interessieren können. 25% Schaden. Halbes Segel! Ja. Der halbe Segel! Hab ich nicht gesehen, aber danke. Schieß! Noch nicht! Bereit zum Feuer! Feuer! Ah, was ist denn los? Feuern! Auf meinen Befehl! Und Feuer! Hast du nicht getroffen? Wow. Jetzt fahren die davon, oder was? Wir sind durch diese scheiß kleinen Klippen. Erwarte Befehle! Bereit! Das ist gar nicht so einfach. Die hauen ab oder was? Nehmen wir mal Fahrt auf hier. Pass auf, das ist auch überall. Ja. Muss da jetzt durchmanövrieren. Volle Segel sind wir zwar langsamer, aber wir müssen ja hier ein bisschen aufholen. Und die fahren, glaube ich, auch voll durch. Oh oh, ich glaube, das ist nicht so gut hier gewesen.
Halbes Segel! Halbes Segel! Boah! No. Schaffst du aber. Ja, Millimeterarbeit hier. Jetzt aber nochmal mit vollem Segel. Na komm. Achtung, Plattformseite! Feuer frei! Und? Feuer! Auf Rebatte, Feuer! Boah! Ich hab jetzt die Waffen aufgereicht! Feuer! Na komm, jetzt auch. Wow! Oh. Wo kommen die denn her? Erreicht zum Feuern! Schieß! Wir haben noch nicht gelernt. Wieso nicht? Boah, ne, 25% krieg ich nicht hin. Also irgendwie krieg ich das mit dem Brassen noch nicht so hin. Boah, jetzt aber. Da freut er sich. Jawohl! Na kommt's. Na kommt. Weniger Segel! Weniger Segel! Das kriege ich nicht hin. Oh oh. Boah. Oh, die haben uns jetzt hier, die kleinen. Diese kleinen Scheißer, ne? Komm schon, komm schon! Boah, das mit dem Brassen ist gar nicht so einfach. Obwohl man ja eigentlich die steuern kann, ne? Das meine ich, diese Dinger. Die kannst du ja eigentlich selber lenken, aber das schwenkt immer so hin und her. Und sobald du falsch triffst, dann ist das Ganze auch schon wieder gegessen. Also diese Saint Augustine, oder wie die da heißt, das war dieses Schiff, das eliminiert ist. Ach so, okay. Dann war das also die Saint Augustine Mission. Ach, habe ich das geschafft? Keine 25% Leben verloren, oder was? Das war cool. Ah, ich wurde doch voll oft getroffen. Wahrscheinlich hieß es nicht unter 25%. Das kann sein. Ich hatte nur mit 25%. Ja. Aber das hätte mich nämlich jetzt gewundert, wenn da, weil ich bin ja oft getroffen worden, ne? Wäre auch unmöglich bei 13 gegnerischen Schiffen. Unmöglich, nicht getroffen zu werden. Ja, sind jetzt da neue Missionen freigeschaltet oder was? Ich frag mich, was die bringen. Jetzt sind da neue drei, ist das? Mhm. Ich verstehe auch das mit dem Risikofaktor nicht. Was denn für ein Risikofaktor? Und wieso die Jagd starten? Ich mach das jetzt mal. Die wirren vor der Küste von Martha's Vineyard. Diese maritime... Ach, das ist auch eine maritime Mission. Machen wir das auch noch. Und danach bewegen wir uns wieder über Land und machen mal ein paar andere Aufgaben wieder. Ja. Hey! Lass mir doch meinen Spaß. Okay. Ostküste. Schön, wieder auf See zu sein. Nur der Himmel gefällt mir nicht. Mr. Faulkner, selbst ein schöner Sonnenaufgang ist ein schlechtes Omen für dich. Wo sind diese Räuber? Meinem Gefühl nach auf östlichem Kurs, Richtung Küste. Miss Mandy erzählte von britischen Schiffen, die sich zwischen den Felsen sammeln und Vineyard bedrohen. Da ist doch schon mal so ein Schiff. Das scheint ja aber nicht fein. Naja, das scheint... Schiff, ahoi! Alle Mann auf Gefechtsstation! Oha. Aber die kriegen direkt aufs Maul, oder was? Feuer! Mehr können sie nicht einstechen! Wir müssen das Kanonenboot ablenken, bis sie den Pier von Vineyard erreichen! Feuer!